Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Runde von Gothic 2, hier in der Nostalgic Edition. Und wir geben erstmal, holen uns die nächsten 500 Erfahrungspunkte ab. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich, hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Danke. Jo, wir werden jetzt erstmal gucken. Wir haben jetzt 10 Lernpunkte. Was könnten wir denn damit machen? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal irgend sowas gesagt von wegen, ich möchte jetzt nochmal vielleicht 5 Lernpunkte ausgeben für Geschick oder so und dann nochmal 15 Lernpunkte für die Sprache der Erbauer. Für die dritte Sprache der Erbauer lernen. Wir hatten, meine ich, die zweite Stufe schon gelernt. Hey, du! Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Okay. Ja, ich würde sagen, wir warten dann jetzt noch ein Level ab einfach und gehen dann auf die Stufe 3, da haben wir das hinter uns. Und wir können uns danach voll auf Geschicklichkeit und Bogenschießen konzentrieren. Ich hatte auch Kommentare gelesen, wo jemand den Tipp gegeben hat, ich soll lieber schon eher auf Geschicklichkeit gehen, damit ich dann die Geschicklichkeits-Nahkampfwaffe und so verwenden kann. Ich wollte halt unbedingt gerne dieses, das Schwert hier, das Paladin-Schwert wollte ich halt unbedingt gerne haben, weil ich möchte ja auch auf Paladin spielen. Das heißt, früher oder später hätten wir das Schwert sowieso, hätte ich das sowieso drauf geskillt und dann habe ich es jetzt eher jetzt gemacht, damit ich mich im Nahkampf einigermaßen erwehren kann und ja, dafür den Bogen jetzt quasi nachziehe. Sicherlich gab es da bessere Möglichkeiten, das zu spielen, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht. Passt schon. Ich muss niesen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gut. Dann machen wir einfach weiter. Oh, direkt eine Locke hier runtergefallen. Wirklich. So, wieder utopische Temperaturen hier bei mir gerade im Büro. Es ist, ja, alles schwer ertragbar. Aber ich denke, 1-2 Folgen werde ich auf jeden Fall trotzdem aufnehmen können. Ich muss eigentlich mehr aufnehmen. Einfach, weil die Gamescom vor der Tür steht und ich vorproduzieren muss. Ah, ich bin tot. Andererseits, warte mal, ich könnte den auch wahrscheinlich schaffen, oder? Oh, shit. Oh Gott, das kann jetzt so weit dauern. Ich krieg den hin. Es geht sogar einigermaßen. Ich glaube, mit einem Schild kann ich den sogar 100% blocken, glaube ich. Das hätte ich mal ausprobieren müssen. Erst schlagen, wenn er eine andere ist. Vorher nicht. Oh shit. Ja, die Reichweite ist schon gut, ey. Ah, doch, ist machbar. Viel zu sehr gepanikt jetzt gerade. So. Wahrscheinlich können die sogar viel aggressiver drauf gehen. Was will der machen? Der hat ja gar nichts. Der kann sich gar nicht verteidigen irgendwie. Außer zurückspringen hat er halt nichts drauf. Ist ja easy peasy, ey. Muss nur aufpassen, dass ich den nicht zu weit in irgendwelche Gegner eintreibe, wo ich dann selber kassiere, das wäre blöd. Okay.
habe auch erfahren, dass es wohl auch die Chance gäbe, die Gefährten mit nach Jaken darzunehmen. Da gibt es wohl irgendwie versteckte Einstellungen in den Dialogoptionen. Das hatte ich jetzt nicht gemacht, weil ich es nicht gesehen hatte. Und ich wusste, dass das geht. Aber ist auch nicht so schlimm. Also wir können jetzt auch ruhig mal hier in Jaken da ohne die Begleiter unterwegs sein. Wir können jetzt hier ruhig mal ohne Begleiter unterwegs sein. Ach geil, sind das, oh Gott, warte mal, das sind doch diese Panzerschildkröten, die es auch in Acholos gibt. Die sind zwar verflucht langsam, true, aber ich glaube, die machen richtig Damage. Deshalb nochmal schnell hochhealen. Das ist süß, wie langsam die sind. Du kannst ja mal ein komplettes Buffet noch reinziehen. ...120 EP bringen wir, ey. Das ist schon nicht schlecht, hat sich schon gelohnt. Alter, diese hässliche, eine verfluchte Strähne da, ey. Stimmt. So. Ja, wie gesagt, also man kann die wohl mitnehmen nach Jakendar, aber ich hatte das jetzt nicht gesehen gehabt auf dem ersten Anhieb, aber ist auch nicht so schlimm, weil dann können wir jetzt auch mal ein bisschen alleine rumlaufen. Ich glaube, jetzt nur permanent mit den Begleitern rumlaufen ist bestimmt jetzt auch nicht so geil, das werden wir noch oft genug machen. Dann spätestens im Minental vielleicht. Hier kämpft eine Sumpfratte gegen einen Alligator. Mist, der hat die beide getötet, leider. Blöder Alligator. Ach, verflucht. Boah, da sind noch so viele Sumpftruhen. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt einmal hier sind und einmal jetzt gerade hier so am Leveln sind, dann können wir das jetzt auch mal machen. Das sind jetzt allesamt Gegner, die jetzt offenbar relativ überschaubar zu bekämpfen sind. Also, ich meine, wenn ich es schaffe, gegen so einen Sumpfgolem zu bestehen, relativ einfach, dann sollten jetzt hier so ein paar Alligatoren, Sumpfgastrohnen und so Viecher eigentlich weniger mehr ein Problem sein. Also, ich glaube, dass wir die jetzt auch eigentlich schaffen können. So, wir speichern mal. Ich will das mal testen. Ich glaube, der gute Damian, Grüße gehen raus, hat mir in die Kommentare geschrieben, dass man alles eigentlich wirklich zu 100% wegblocken kann. Ich will es mal testen. Was war jetzt blödes Timing? Nee, kann man nicht. Okay, einen Golem kann man nicht wegblocken. Das Schild behindert mich jetzt sogar ein bisschen, teilweise habe ich das Gefühl. Wenn ich hier an die Wand kriege? Trifft er mich nur einmal, bin ich tot, glaube ich. Wegen Fallschaden. Scheiße. Der Schild, ich hatte jetzt das Gefühl, der Schild behindert mich so ein bisschen sogar. Ich muss den mal weglassen. Geflogen bin. Ich bin viel zu cocky gerade unterwegs. Was muss denn an die Wand kriegen? Was? Wieso schlägst du nicht? Ich hau wie ein Geisteskranker auf die Pfeiltaste hier und er haut einfach nicht zu. Oh Mann. Er macht den großen Schlag, ich geh kaputt. Ich muss nur Seitenschläge nutzen. Dann macht er keine Spirenzchen hier. Ja, so geht's. An die Wand drücken bringt gar nichts, ey. Weil der springt immer zurück und kann halt so dauerhaft blocken. Muss immer warten, bis der zuhauen will, dann kann ich ihm Schaden machen. Oh, Junge, mach's doch nicht so. Hey! Hey!
Steh auf! Was ist das denn? Boah, Alter, es nervt so hart, wirklich. Das ist so schlimm gerade, ey. Das war genug Viecher für einen Tag. Das reicht mir jetzt auch. Die 10 Minuten hier mit Farm, die haben mir jetzt völlig ausgereicht. Also das muss jetzt nicht noch weitergehen. Das war jetzt genug. Wir machen weiter einfach im Lager mit... Ah, wobei, wir müssen ja in den Tempel trotzdem noch. Wir müssen ja die grüne Steintafel besorgen. Ah ja. Tja, da werde ich wohl doch nicht drum rumkommen, da nochmal irgendwie durchzugehen. Aber ich hau mich erstmal aufs Ohr und heile mich damit erstmal. Ja. Hier haben wir noch ein Bett gehabt, sehr gut. Ah, wobei, warte mal. Wir können doch auch die Lernpunkte, 3 oder so, könnte ich doch in das Ziehen der Blutfliegen-Trades investieren. Da kann ich nämlich da hinten die Blutfliegen holen und die Stachel, die Flügel und so weiter nehmen. Wir brauchen ja den Stachel später noch und das Wissen, wie wir quasi daraus einen den genießbaren Teil des Sekrets verwenden können. Hey, du! Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Auf jeden Fall Sekret aus Stachel nehmen. Wie kann ich das Sekret der Blutfliegen entnehmen? Schneide die oberste Schicht des Stachels längs auf, dann läuft das heilende Sekret schon raus. So ist es völlig ungefährlich, einen Stachel auszulutschen oder ihn für irgendwelche Tränke zu verwenden. Ich überlege gerade, will ich die anderen beiden Sachen auch noch lernen? Eigentlich brauche ich die nicht. Ich habe so viel Geld. Es ist eigentlich nicht nötig, dass ich das lerne. Ich brauche eigentlich nur die Stachelgeschichte für die eine Quest halt. Und ich meine, die Stacheln kann ich im Nachgang ja immer noch als Heilmittel verwenden. Und von daher, da habe ich jetzt noch 4 Lernpunkte. Da könnte ich halt nämlich... nochmal 2 Punkte in Stärke oder Geschicklichkeit nochmal investieren. Das ist mir irgendwie gerade lieber und das ist irgendwie gerade aus meiner Perspektive sinnvoller, als jetzt in irgendwelches Jagd-Trophäen-Material, wo ich halt eine Handvoll Gold kriege, aber unterm Strich halt nicht brauche eigentlich. Deshalb machen wir das jetzt lieber so. Ui, den da hinten habe ich erwischt. Cool. Naja, läuft doch langsam. Cool. Hä? Oh nein, ich habe nur gelernt. Oh nein, ich habe nur gelernt, wie ich die Dinger konsumieren kann, aber nicht, wie ich die nehmen kann, glaube ich, ne? Ach, sehr geil. Boah, ich wette mit euch, wenn ich da jetzt gleich wieder hinkomme, sind die weggespawnt. Ah. Ah, ist das bitter. Naja, gut. Es gibt noch mehr als genug Blutfliegen hier im Sumpf. Da werde ich jetzt nicht hey, daran untergehen. Ich bin so blöd. Wegen der Blut. Was willst du? Stachel ziehen. Ach, wie komme ich an den Stachel der Blutfliegen? Dreh die toten Viecher auf den Bauch und schneide sie quer auf. Greif in die Innereien und durchtrenne das komplette Gewebe am Hinterteil. Dann kannst du den Stachel mit einem Ruck entfernen. Wegen der. Und dann machen wir die Flügel jetzt auch noch mit, wegen dem einen Punkt. Wie kann ich mir die Flügel nehmen? Greif dir die Flügel mit einer Hand. Mit der anderen schneidest du sie mit der obersten Hautschicht einfach raus. Gut. Ja, wahrscheinlich werden die jetzt gedespawnt sein, aber gut, da habe ich jetzt einfach Pech gehabt. Deswegen lade ich jetzt nicht nochmal neu. Ja, wegen dem einen Lernpunkt. Jetzt habe ich hier noch 12. Das heißt, einen Stärkepunkt oder einen Geschicklichkeitspunkt kann ich schon noch lernen. Und dann hätte ich immer noch 5 Lernpunkte übrig. Und wenn ich das nächste Level ab dann hochgehe, dann habe ich halt 15. Und das würde genau reichen, um die 3. Stufe der Sprache der Erbauer zu lernen. Ja, die sind gedespawnt. Bin ich jetzt selber schuld gewesen. Aber gut, was soll's. Dann werden wir uns jetzt doch nochmal versuchen müssen, zum Tempel durchzukämpfen.
um die grüne Steintafel zu holen. Aber ich brauche eigentlich zwei, wenn ich so drüber nach... Ne, wobei brauche ich gar nicht. Ich gebe die einfach Franco ab und töte Franco danach einfach. Und dann habe ich die ja wieder, die Steintafel, und kann die dem Wassermagen entbringen. Also von daher... Gut, dann gehe ich mal da nochmal hin und versuche da jetzt nochmal mein Glück. Aber ich werde gleich nochmal die Rüstung umziehen, weil mit der Banditenrüstung ist mir das ein bisschen zu unsicher. Ich habe ja gelernt, die Steinwächter sind ja eigentlich auch keine Probleme mehr, weil die ja relativ einfach... Oh, warte mal, irgendwie fehlt mir hier ein bisschen Rüstungsschutz. Warte mal. Ring der Heiler. Morgensring. Einhandtalentbonus, aber auch gut. Wahrscheinlich hatte ich vorher so einen Waffenschutzring noch gehabt, ne? Der mir 70 Stärke, 70 Rüstung brachte. Aber gut, deswegen 65 wird das Kraut jetzt nicht fett. Da können wir das jetzt auch mal so machen. So, hier haben wir eine ganze Menge Blutfliegen. Guten Morgen! Tja, ihr dummen Idioten, ey. Würde mich ja ankotzen, wenn ich so klein wäre. So. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, guck mal, der Sturmknecht. So eine übertrieben große Zweihandwaffe. So, wäre natürlich mega, wenn ich das hier auch schaffen könnte. Yes! Alter. Okay, die habe ich getötet, nice. Digga, ich krieg halt nur Viecher in den Fokus, die halt arschweit weg sind. Okay, das wird unmöglich sein, diese Blutfliege zu treffen. Gefräßiger Alligator. Klingt nach einem Questgegner. Ich kann die nicht... Oh, oh shit, falsch an. Ah, ich sehe nix. Weg. Okay. Gut, reicht mir erstmal. Ja, danke, das reicht mir schon. Und dann können wir erstmal sauber machen. Ah, da muss ich mich auch noch durchschießen, aber... Oh, ein schwerer Beutel, nice. Sehr schön. Kurz mal heilen. Und dann schießen wir mal das ganze Viehzeug hier ab. Digga. Oh Gott, nee. Das mache ich hier mit Pfeil und Bogen. Das hätte ja viel zu lange gedauert. Oh, Sumpfgasdrohnenflügel und Sumpfgasdrohnengift. Gibt's auch noch als Item. Nice. War das schon im Hauptspiel so oder war das jetzt hier nur mit der Mod? Kann mich an kein Item erinnern, was so hieß, ehrlich gesagt. Ah, ein Bogen. Mit Bogen macht schon Spaß. So, hier haben wir noch schönen. Oh, schönen Loot und noch ein paar Pfeile. Sehr schön. Gut. Was ich gerade vorhin noch sagen wollte, als ich vom Golem überrascht wurde, auf jeden Fall. Ich hatte noch gesagt, ich brauche auf jeden Fall, ich muss jetzt ein bisschen durchziehen mit Aufnehmen, weil die Gamescom steht halt vor der Tür und ich muss genug Material aufnehmen, vorproduzieren, damit ich über den August komme. Oh, das wird schmerzhaft, glaube ich, mit so vielen Sumpfgasdrohnen. Naja, wird nicht anders gehen jetzt. Deshalb muss ich jetzt entgegen der Temperaturen auch so ein bisschen durchziehen. So, okay, Sumpfgasdrohnengift. Werden die wirklich als extra Items angezeigt? Tatsächlich, hier haben wir so eine Fiole. Flügel und grüne Flügel. Ach, ist ja nice. Umtexturiert. Sehr hübsch. Vielleicht kann ich damit auch irgendwas anfangen. Ich meine, am Ende des Tages werde ich die wahrscheinlich eh einfach nur verkaufen. Da wird nicht viel mit passieren. So, ich fühle mich schon ganz wohl, ehrlich gesagt, wenn ich hier so durch den Sumpf schlendere. Wir kommen ganz gut voran eigentlich. Ah, ich glaube, hier hatte ich schon rausgenommen, ne? Genau. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Hier haben wir noch einen Schatz, den hier haben wir natürlich noch.
um unsere Finanzen noch weiter aufzubessern. Ah, ich glaube, ich habe etwas. Amulett der Priester, alte Steintafel und Honigtabak. Das gönnen wir uns. Ich glaube, hier gehe ich aber nochmal später erst lang. Ich will jetzt erstmal den Tempel erledigen. Das wird schon schwer genug werden. Und wenn ich dann auch Pfeile und Ressourcen für einen weiteren Angriff auf den Südteil des Sumpfes übrig habe, dann mache ich das aber. Jetzt gerade habe ich keine Priority dafür. So, Alligatoren. Habe ich schon mal gegen Alligatoren gekämpft? Ich bin mir da leider gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube schon. Oh, es sind halt zwei, ne? Ach komm, was soll passieren? Im Zweifel lade ich neu und renne weg. Ach, guck mal, das geht sogar. Naja. Der zusätzliche Schutz durch den Schild ist schon super. Also ich glaube, der wird mich bestimmt schon das eine oder das andere Mal gerettet haben. Die haben das hier ausgetauscht. Hier waren vorher keine Alligatoren. Hier waren vorher, im normalen Gothic sind hier irgendwie normale Warane, glaube ich. Aber die Alligatoren machen es natürlich um einiges schwieriger. Das muss man mal sagen. So. Mal schön die Kräuter konsumieren. Wobei, Dunkelpilze können wir uns eigentlich immer reinhauen. Alle 50 Pilze gibt es ja einen schönen kleinen Mana-Boost, den ich mir ungern entgehen lassen möchte. Ich meine, hier und da werden wir bestimmt dann trotzdem so ein paar Paladin-Zauber benutzen später so. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie Licht oder Heilung oder sowas. Aber das sind schon so Dinge, die ich dann trotzdem ganz gut gebrauchen kann und Roleplay-technisch auch gerne verwenden möchte. Und von daher passt das eigentlich. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Boah. Tja, wenn man eben nicht perfekt crittet, ne? Das ist dann... Eine andererseits, wie viele Pfeile habe ich denn noch? 57, na gut. Wir nehmen einfach den einfachen Weg. So, was wollen die machen, wenn ich hier oben stehe? Genau, legit gar nichts. Aber ich mache auch gar nichts, ich mache denen keinen Schaden. Kann ich das jetzt irgendwie mit Magie vielleicht noch lösen? Ja, könnte ich. Guck mal. Ich glaube, selbst wenn ich hier stehe, können die mir nichts. Oh Gott. Ich kann ihnen aber auch nichts. Ja, diese kleinen Zauber hier, die kann ich auf jeden Fall verwerten jetzt mal. Die würde ich sonst eh nicht benutzen, gefühlt. So, was haben wir noch? Ich dachte gerade kurz, er hat es geschafft, hier hochzukommen. Die haben beide, naja, fast Half-Life. Habe ich noch großer Feuersturm, okay. Den kann ich sowieso nicht benutzen. Komm, ich probiere es jetzt einfach nochmal im Nahkampf. Ich meine, die sind ja schon beide ganz gut vorgeschädigt. Oh, das ist jetzt aber auch nett hier. Alter. Oh, nee, das wird jetzt ein bisschen zu heiß. Ah, die folgen mir ja alle. Oh nein. Scheiße, die kommen ja alle hier hinterher. Oh, Kacke. Alter, nee. Ja, das wusste ich, dass ich es nicht überleben werde. Oh, ist das alles ärgerlich. Ah, gut, dass ich hier gespeichert habe, ey.
Gut, dass ich hier gespeichert habe. Habe ich nicht irgendeine krasse Armbrust noch dabei? Komm, jetzt, ich verballer jetzt einfach alle Bolzen, die ich habe. Scheiße. So. Ich glaube, das macht sogar ganz anständigen Schaden. Das ist schon okay. Da können wir jetzt mal hier ein bisschen die Bolzen verjuckeln. Beeindruckend, ey. Weißt du, das ist halt echt beeindruckend. Ich wollte nicht mal auf Armbrust skillen und bin mit Armbrust aber halt trotzdem einfach besser, weil ich auf Stärke gegangen bin. Ja, oh Mann. Naja, hat sich ja doch gelohnt, so ein paar Steintafeln zum Armbrustschießen zu lernen, also. Was soll's. Ah, ich glaube, ich habe... Goblin-Skelett erschaffen. Das kann relativ nützlich nochmal werden. Das kann nochmal echt sehr nützlich werden. So, unten ist weitestgehend safe erstmal. Ja, also der Tempel jetzt selber, der wird jetzt auch nochmal ein Spaß. Ich meine, grundlegend, gegen so einen Steinwächter im 1 gegen 1 habe ich kein Problem. Aber 2 wären halt echt... Oh, Alter, wie viele sind das jetzt hier? Das waren doch vorher nicht so viele. Safe Call waren das vorher nicht so viele. Da ist auch noch eine Kiste übrigens. Okay, ich bin jetzt auch ein bisschen unverschämt in den Kampf reingegangen, muss ich zugeben. Das hätte ich besser lösen können. Aber die zwei da drüben, also gegen einen schaffe ich, aber nicht gegen zwei. Zwei werden unangenehm schwierig werden. Mache ich das? Ich meine, ich teile ja an sich eigentlich ganz okay einen Schaden gegen die Viecher aus. Wenn ich es mit einem Goblin-Skelett vielleicht beschwören, könnte ich es vielleicht schaffen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also die ist auf jeden Fall nicht im Hauptspiel da gewesen, die Truhe, die ist durch die Mod reingekommen. Tja, was mache ich jetzt? Erstmal Mana wieder auffüllen und dann mal gucken. Also, ja, Eisblock würde mir vielleicht auch helfen gegen so einen Wächter. Weißt du, einen einfrieren und den anderen im Nahkampf schnell platt machen. Sodass ich die halt nacheinander bekomme, weißt du, was ich meine? Okay, das hat halt gar nichts geholfen. Nee, das kann ich. Das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Ah. Ja, okay, jetzt bin ich gefickt. Das macht dem nicht so viel Damage. Jetzt ist der andere runtergekommen. Ich wollte, dass einer von denen hier runterkommt. Okay. Ach, natürlich schaffen es beide, ey. Ah, ist das bitter, ey. Aber hoch kommen sie jetzt nicht mehr. Das wäre viel zu geil, wenn das gehen würde. Scheiße. Man denkt ja immer so, ne? I have the high ground. Das ist eigentlich der Vorteil, aber Pustekuchen. Die werden jetzt einfach über die Treppe wieder hochkommen, ne? Das ist jetzt, Ach, Mann. Die Akro verlieren werden sie wahrscheinlich auch nicht. Jetzt könnten wir halt echt das Skelett helfen. Das ist alles so, so verflucht, diese Runde hier. Ich hab's mir irgendwie einfacher vorgestellt, muss ich gestehen, wenn wir jetzt nach Herken da gehen, aber... Das Goblin-Skelett war eine echte Hilfe jetzt. Das war wirklich gut. Aber der wird nicht lang genug leben, um mir weiterzuhelfen. Das ist das Problem. Ey, Jesus Christ, das kann ja nicht wahr sein. Wo bleibt denn jetzt das Skelett?
Okay, komm. Wir probieren es. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch noch schnell. Bevor das Skelett verschwindet. Ah ja, perfekt. Ja, das kann ich vergessen. Das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Sehr bitter. Da kam noch ein dritter. Ah, zwei gleichzeitig kann ich nicht blocken. Nee, nee. Das machen wir mal nicht. Aber ich hatte irgendwie gemerkt, einer ist von denen alleine schon losgelaufen, ne? Ah ja, guck mal, der ist schon von Anfang an getriggert, alles klar. Nein, was macht das Skelett? Okay, okay, aber der lenkt vielleicht die zwei da drinnen ab und ich kann mir in Ruhe den hier vornehmen. Never mind, das war dann wohl nix. Mache ich das, ey? Das ist echt eine Herausforderung. Ey, ich muss hier echt alle Register ziehen, die ich irgendwie dabei habe. Das ist echt ungewohnt. Wenn man halt so eine etwas schwieriger gebalancete Variante von Gothic 2 spielt, das ist wirklich nicht so einfach. Ein Bierchen getrunken, erstmal Lebensenergie und Mana-Bonus bekommen. Also der Held trinkt sein Bier und das Skelett kippt hinter ihn um. Ja, ist ja gut. Hallo? Wie lange willst du jetzt? Nein. Ach nein, es ist verbuggt. Oh, heute läuft einfach gar nichts. Oh, er hat aufgehört, sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es so warm ist und ich drehe langsam durch. Ich hasse den Sommer. Der Sommer wird mich irgendwann umbringen. So, okay, ich speichere an der Stelle und sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich dir hier jetzt Rabatz mache in dem Ding. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.